Marty Freisel, erstmal Glückwunsch zum ersten Auswärtssieg mit Arminia Bielefeld. Ist ja Ihr erster. Vielen lieben Dank. Ja, es war, glaube ich, ein verdienter Sieg, der lange Zeit souverän war. Am Ende musste Martin Freisel dann auch nochmal sein Können zeigen. Ja, ich denke auch, dass es ein verdienter Sieg war. Ich habe vorhin schon bei Ihren Kollegen erwähnt, dass wir auch vor der roten Karte des Gegners meiner Meinung nach besser im Spiel waren. Wir haben sehr sauber im Ballbesitz agiert, hatten ein gutes Positionsspiel, haben auch vor allen Dingen wichtige erste Zweikämpfe gewonnen, waren da sehr stabil für die Druckphase, die wir durchmarschieren müssen. Und haben das Ding eigentlich dann total in unsere Hände genommen, haben dann auch verdient 2-0 geführt zur Pause. Der Gegner waren dann natürlich auch sehr beschäftigt, uns zu verteidigen. Wir haben schon Welle um Welle da an das gegnerische Tor herangebracht und vieles auch fertig fahren können, weil du zwei Tore hast. Also in Arminia Bielefeld ist das in erster Linie gut. So, und in der zweiten Hälfte haben wir eigentlich da nahtlos angesetzt und erst zum Schluss kam der Gegner dann noch mal ein bisschen auf, wo die in Gleichzahl waren, aber am Ende haben wir es schon sehr ordentlich gespielt heute. Was ist jetzt wichtiger für die Psyche? Die sehr gute erste Halbzeit, vielleicht die beste erste Halbzeit der Saison, oder dass man dann auch, als doch ein bisschen kritisch wurde nach dieser gelb-roten Karte für Klünter, merkte man, jetzt kann noch was passieren, Paderborn riskiert alles, dass man da mit vereinten Kräften, Abwehr, Freisel, auch die anderen, die den Ball reingehalten haben, das Ganze noch nach Hause gebracht hat? Für mich ist Zweiteres wichtiger, weil man da merkt, dass wir als Gruppe intern trotz der angesprochenen schweren Phase zusammenhalten, dass wir jetzt auch unseren Fans mal zeigen konnten, dass wir Widerstandsfähigkeit besitzen, dass wir uns tatsächlich sehr wehren, vor allen Dingen im Derby. Auch den Leuten einiges zurückgeben wollten, die einfach jetzt anderthalb Jahre viel unschöne Spiele erleben mussten, um es förmlich auszudrücken. Und deswegen ist Zweiteres wichtiger, dass wir einfach gezeigt haben, dass wir auch eine Kämpfertruppe sein können und sind. Jetzt war es ein wichtiger Sieg, ist mal ein bisschen dran wieder an den anderen, aber ich glaube, das Ganze wird nur veredelt, wenn Sonntag nochmal ein Dreier kommt. Ja. Da fehlen aber dann einige. Glaube ich, drei sind gesperrt. Vassiliadis, Klünter und auch Lepenitzer. Ja, aber Christian Gebauer war ein richtig guter Spieler, als er dann eingewechselt wurde nach der gelb-roten Karte. Also der hat ja auch gegen St. Pauli beispielsweise im Heimspiel bewiesen, wie wichtig er da für uns sein kann und einige Spieler diese Saison auch schon gemacht. Und auch im Mittelfeldzentrum sind wir ja auch numerisch ganz gut aufgestellt und haben ja in der Kaderbreite ja total viele Möglichkeiten. Von daher denke ich nicht, dass das ein ganz großes Problem sein wird, um ehrlich zu sein. Okay, danke Martin Freisel. Danke auch.